Aloha, Namaste. Ja, nach all dem Hin und Her und noch Feierlichkeiten, Lach-Yoga, jetzt wieder zurück zum für mich Wichtigsten, vielleicht aber auch für dich, weil ja, wir alle sind ein Produkt der Liebe. Naja, manchmal einer sehr verzerrten Liebe, weil ja, dass vielleicht nicht in beiderseitigem Einvernehmen geschehen ist, was natürlich sehr, sehr traurig ist. Und doch, ja, bist du letztlich aus dem Akt der Liebe entstanden. Und ja, deshalb darfst du ja für dich in Anspruch nehmen, dass du aus der Liebe entstanden bist. Und diese Liebe jetzt für dich auch empfinden kannst. Und nur dann, wenn du die für dich empfinden kannst, kannst du die auch ohne Probleme hinausgeben, weitergeben. Natürlich, ja, meine Definition ist, alles ist eine Form von Liebe, die, naja, teilweise nicht mehr wirklich erkannt werden kann, an vielleicht einfach dieses Gegenüber ist, um klar zu haben, das will ich eigentlich gar nicht sein. So möchte ich nicht sein. Ich möchte lieber so sein. Und ja, ich möchte mich lieben. Ich möchte mich annehmen, so wie ich gerade bin. Und dann kann ich natürlich überlegen, was könnte ich denn noch tun, um noch mehr die Liebe zu sein, die ich als Definition vielleicht von irgendeinem übernommen habe. Ist ja die Frage, was verstehst du unter Liebe? Was ist für dich Selbstliebe? Warum sagen so viele, dass sie sich nicht selbst lieben können? Haben sie vielleicht ein falsches Bild davon, was Selbstliebe ist? Selbstliebe ist auch erst einmal Annahme dessen, was gerade ist. Und nur dann, wenn du das für dich akzeptiert hast, dass da eben du gerade vielleicht nicht so zufrieden bist mit dir, und doch, ja, du lebst. Und das ist ein Zeichen. Und das darfst du gerne mal für dich annehmen aus meiner Sicht. Und ja, das erst einmal so akzeptieren. Denn nur wenn du es für dich angenommen hast, dass du gerade so bist, wie du bist, ohne sofort das abzulehnen und zu sagen, das ist scheiße, so wie ich bin und so kann mich keiner lieben. Ja, das kann durchaus sein. Ja, aber du hast die Aufgabe, dich selbst zu lieben. Das ist meine Sicht der Dinge. Du kannst eine ganz andere haben. Vollkommen in Ordnung. Nur vielleicht, wenn du wirklich dahin kommen möchtest, dass du dich selbst lieben kannst, ja, dann gibt es verschiedene Wege, die ich dir anbieten kann. Entweder du kommst in eine meiner Gruppenstunden oder du machst eine Einzelsitzung mit mir. Und dann reicht meist nicht eine Sitzung aus, weil wie lange lebst du schon damit, dass du dich nicht so annehmen kannst, wie du bist? Wie lange ist das? Und vielleicht stellen wir irgendwann im Verlaufe fest, dass das übernommen worden ist von irgendwelchen Erwachsenen. Und wenn du jetzt leider das Pech hattest, dass du aus einer unfreiwilligen Verbindung entstanden bist, dann kann man sich ja vorstellen, dass da auch dein Elternteil, mindestens eins, dich nicht wirklich akzeptiert, nicht wirklich lieben kann. Ja, und insofern ist das natürlich einer der absolut schwersten Brocken. Und ich hoffe, dass
dir das nicht passiert ist. Und ja, wenn du dir das klar machst, dass es noch hätte viel schlimmer kommen können, das kann dich ja vielleicht in irgendeiner Form ein wenig beruhigen. Und ja, dir die Energie geben, dass du rangehst jetzt an diese Dinge. Warum sage ich das immer so? Weil letztlich, ja, wir alle etwas davon haben, wenn der Einzelne sich selbst lieben kann. Wie schaust das bei dir aus? Wie stehst du dazu? Hast du da eine komplett andere Meinung? Sagst du, ich werde mich nie lieben können? Oder irgendetwas anderes, was dazwischen ist? Ich freue mich, von dir zu hören und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich sage, fühl dich geliebt, bitte. Danke dir.